Liebe Freunde, au 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 und Merry Christmas, herzlich willkommen zu einem neuen Pack-Opening. Jawohl, es ist Weihnachten, es gibt Weihnachtssets und wir machen jetzt mal hier diese Promo-Mega-Sets auf. Jawohl. Es ist im Team der Woche Ibrahimovic und Suarez. Also ich würde mich ja anbieten, wenn die sonst keiner will. Wenn wir den jetzt da drin haben, ich weiß es nicht. Ich habe uns 4600 Points organisiert. Wir gucken einfach mal. Christmas-Set. Oh. Ich will es nicht wissen. Ist, glaube ich, Casillas, oder? Ich weiß es nicht. Könnte Casillas sein? Ist es auch. Alles klar. Aguilar, McGreedy, bla bla blub. Aber noch ein paar Trainer. Beziehungsweise nicht Trainer, sondern ein paar Vertragskarten noch. Und irgendwelche Special-Cards, die wir natürlich mitnehmen. Dann haben wir noch ein paar Positionskarten und wir haben Evra und ja, komm. Da gucke ich jetzt nicht extra nach, was die bringen, weil... Und so. Jawohl. Okay, es hat nicht lange geladen. Das heißt, es ist kein Spechel. Aber es ist... Banega. Ja. Ja, gut. Kann man mal machen, ne? Oh, die Transferliste ist voll. Das ist aber toll. Stark. Hat Tobi gut gemacht. Aber wir packen die einfach mal... Ach, warte mal. Nee, wir wollten ja... Stimmt, wir wollten ja Squad-Building-Challenges machen, ne? Pass mal auf. Dann packen wir die Spieler einfach mal... in den Verein. Jawohl. So, die Vertragskarten nehmen wir natürlich auch mit. Ne, Schmiteinander und so. Hier Manager Liga Premier League und Liga Santander. Und das Barca-Logo. Nein. Das Ding war ab. So, komm schon, das nächste Set. Ich möchte einen großen, dicken Spieler drin haben, bitte. Ja, okay. Ist nichts Großes. Ist nichts Großes. Buffal, das war sogar ein Spieler, den wir schon haben. Ach, Manu. Also wie gesagt, wir nehmen die ganzen Spiele mal mit, weil wir machen ja jetzt dann bald, nachdem wir die Season, die nächste Online-Season durchgespielt haben, machen wir mal ein bisschen Squad-Building-Challenges. Da schauen wir einfach mal rein. Und schauen, was wir so machen können. Volksparkstadion und Borussia-Park. Hey, in einem Pack. Ist das nicht der Hammer? Ja, Sebo und Co., die haben wir ja alle schon. So, wir machen weiter mit dem nächsten Paket. Jawohl. Lade ein bisschen. Schade, er lädt nicht. Macht nichts. Leck mich. Das ist doch scheiße. Ja, an sich ist es ein gutes Pack. Da sind ja natürlich gute Spieler drin. Halilovic zum Beispiel. Oder haben wir noch Tolga Arslan. Hat der eigentlich vorher gespielt? Bei Hamburg, oder? Spielt wieder unter Türkei. Der Tolga an. So, Fitnesskarte nehmen wir mit. Die Trainingskarten lassen wir da. Nee, brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. 4000 Münzen. Yo. Stylisch, Alter. Die nehmen wir natürlich gerne mit. Dankeschön. Thank you for the 4000 München. So, die hier packen wir alle, ihr wisst das. In Löwe ein. Tschüss. So. Wir machen noch eins von denen jetzt auf und dann würde ich sagen, holen wir uns noch drei von diesen Megasets. Oder? Ja. Das machen wir. Wenn aber. Oh mein Gott! Wer ist es? Deutschland! Alter. Ja. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Wir haben Boateng drin. Wir haben Boateng drin. Wir haben Boateng drin. Alter, what? Alter, what? Warte mal, da muss ich direkt mal... Ich mache immer ein Foto, wenn ich irgendjemanden drin hatte. So, warte. Wir machen ein Foto. Ich halte mir das einfach immer selbst fest. Und wenn ich da mal einen scheiß Tag hatte... Oder wenn wir mal wieder ein Pack-Opening hatten, wo nichts drin ist... Dann gucke ich mir das mal an. Jawohl. Alter Boateng. Okay. Ich höre auf. Aber ich freue mich so. Die müssen wir nicht kaufen, weißt du? Das ist so schön. Schön. Okay, Spielerverheilung. Und hier haben wir noch Positionskarten. St. James's Park. Die nehmen wir auch mal mit. Ich mag das St. James's Park. Was bringt ein Firmino? Ach ja. Können wir nicht gucken. Na egal, komm, scheiß auf. Welch mit ihm. Okay. Wir kaufen noch so eins. Komm, jetzt wo wir gerade, jetzt sind wir gerade drin. Okay. Schade. Hätte ja sein können. Sind wir halt nicht drin. Warum ist das letzte Pack? Aber es ist Bojan Krikic. Und Immobile habe ich da gerade gesehen. Kondogbia ist noch mit dabei.
Die packen wir alle wieder in den Freien. So, und die hier nehmen wir auch noch alle mit. Nehmen wir die Managerkarten auch mit. Scheiß doch da unten drauf. Wenn wir schon dabei sind und das Wappen vom FC Bayern. So, raus da. So, pass auf, weißt du, was wir jetzt machen? Wir kaufen uns jetzt noch ein Mega-Set. Na, hier so ein Jumbo-Premium-Set. Das können wir nämlich noch. Jawohl. Und haben drin... Ich glaube Immobile, oder? Nee, Cassano. Ach, gibt's den auch noch? Krass, 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 krass. Krasse Sache. Ja, komm, nehmen wir alles mal mit hier. Wir versuchen, maximalen Ertrag dieses Packs zu simulieren. Oder so, keine Ahnung. Scheiß drauf. Lass uns mal nach Boateng gerade gucken, bitte. Ich habe da nämlich gerade schon so eine Idee. Und zwar werden wir Folgendes tun. Erstmal schmeißen wir Miranda raus hier. Guck mal. Was der da genau will, weiß ich nicht. Pass auf. Wo ist er? So. Boateng. Und dann schmeißen wir Sokrates raus. Batra möchte ich drin lassen, weil Batra ist für mich der perfekte Spieler in der Abwehr. Ich finde, der macht einen super Job. So, und jetzt haben wir das so. Ist das so gut? Ich glaube ja, alter Boateng. Boateng regelt es back. Ich habe tatsächlich noch in der Aufnahmepause überlegt, sollen wir uns Boateng holen? Nennst du die Folge dann Boateng regelt es back? Also zumindest die letzte FIFA Ultimate Team Folge. Jetzt war das Pack Opening. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wann dieses Pack-Opening erscheint. Das wird irgendwann an Weihnachten kommen. Jetzt, ob 24., 25., 26., keine Ahnung. Muss ich mal gucken, aber nice. Das Pack-Opening war geil. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, das Pack-Opening war der Hammer. Alter, wie geil. Sehr, sehr nice. Und wir machen jetzt gerade nochmal kurz hier die Gratis-Sets noch auf. Wenn wir eh schon dabei sind. Ja, es sind halt hier irgendwie Wack-Packs, aber hier kommen Bronze. Vielleicht haben wir irgendeinen Bronze-Spieler drin, der im Team der Woche ist. Nein, haben wir nicht. Ja, komm, weg damit. Als habe ich alles in den Verein gepackt. Naja, auch egal. Ein Jumbo-Bronze-Set. Ach was. Das ist ja cool. Gibt's beim Bronze eigentlich auch? Gibt's beim Bronze-Sets eigentlich auch Walkouts? Weiß ich gar nicht. So, Gold-Set, komm. Yeah. Was war das denn? Voll laut. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Heilungskarte nehmen wir mit und die Managerkarte nehmen wir mit. Gibt es bei, habe ich gerade schon mal gefragt, ne? Gibt es bei Bronze eigentlich auch, Walkouts? Würde mich mal interessieren. Ich glaube nicht, oder? Hey, wir haben 0 Münzen erhalten. Ne, ich glaube, es gibt da keine Bronze-Sets. Keine Walkouts. Glaube ich nicht. So, weg damit. So. Haben wir die auch noch aufgemacht. Also, ich wünsche euch noch schöne Weihnachten, liebe Freunde. Frohes Fest an alle da draußen, wann auch immer dieses Pack-Opening erscheint. Ich weiß es nicht. Da es aber um Weihnachten rum erscheint, wünsche ich euch frohe Weihnachten und ein paar schöne, angenehme Tage mit euren Liebsten und eurer Familie. Jawohl, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns sehen. Bis dann. Ciao.